und willkommen zu einer neuen Folge Back to the Roots mit dem lieben Finn. Hallo Finn. Hallo. Du hast dich dezent verändert, Finn. Bist du erwachsen geworden? Ja. Kriegen wir endlich einmal hin, eine Anmoderation zu machen, ohne zu lachen? Hey und willkommen zu einer neuen Folge Back to the Roots. Scheiß drum, lass einfach. Egal, zur Erklärung, warum ich eine Elytra habe. Ich habe eine Elytra gekriegt. Ja, egal. Ja, aber man sieht doch echt viel. Leute. Man sieht mein Kreuz, ja. Das reicht. Man, im Wesentlichen, ignoriert einfach kurz mal hier Finn mit seinem tollen... Schauen wir einfach hier den Sonnenuntergang bis an der Zeit. Es hat sich echt einiges verändert in letzter Zeit. Vor allem von der vorherigen Aufnahme. Vom vorherigen Part ist auch schon wieder eine gewisse Zeit hin. Wir sind eher aktuell, sag ich mal so. Und bis dahin hat sich natürlich schon einiges getan. Wenn man alleine dahin guckt, sieht man... Ja, gut, das dauert ja auch noch. Naja. Auf jeden Fall, es hat sich wirklich einiges getan und das ist schon echt krass, was sich in der letzten Zeit alles gemacht hat. Es gab auch neue Mitglieder und Co. Es hat sich so einiges getrieben, wie man auch schon dort hinten sieht und so weiter. Wir werden das jetzt alles nach und nach erklären, aber es wird natürlich auch noch anderes gemacht, keine Sorge. Im Wesentlichen, nicht wundern, der Finn kann... Okay. Gut, Finn ist weg. Ich kann allerdings noch fliegen. Das ist einfach nur, damit ich euch das kurz mal zeigen kann. Da geht es auch ein bisschen schneller. Danach wird auch nicht mehr geflogen, von daher keine Sorge. Dann ist auch Finn nicht mehr benachteiligt. Hier, ganz schön im Mini-Format. Simon mag es, also Smanner mag es, klein zu bauen, wie man da hinten das kleine Häuschen auch noch sieht. Okay, gut, hier. Dass du das zweideutig gesagt hast, das war sehr gut, ich bin stolz auf dich. Alles gut. Mag es gerne klein. Nein, auf jeden Fall. Hier ist eine kleine, schöne Burg. Ist echt schön gemacht, auf jeden Fall. Und dann hat er hier noch hier ein schönes, wie war das? Das habe ich auch erst jetzt gesehen, vor der Aufnahme. Ein Fischerhäuschen, genau. Echt auch richtig schön gemacht. Wir werden, glaube ich, gerade angegriffen. Nein, da. Weg mit dir. Ja, ist geil. Oh, hat sich mal hierher geschafft. Ist aber echt schön gemacht auf jeden Fall. Vom lieben Simon. Ja, und irgendjemand fand es anscheinend lustig, die ganzen Falltüren aufzumachen. Ach, die waren zu? Ja, das ist Wand. Ach so, ich dachte, es wäre Deko. Dass das so auf sein soll. Nein, so wolltest du mir nicht gerne wenden, ist es halt. Mit Falltüren. Ja. Gut zu wissen. Ja, nein, guck mal, das sieht doch auch eigentlich recht schön aus. So. Auf jeden Fall, lass es auf, hier brauchen wir auch zu gucken. Ja, hier kommt fest. Vor allem das Geile ist auch, da kannst du dich hier so einsperren. Ja, mir fällt auch, dass die Tür nicht symmetrisch ist. Sven! Egal, mach das! Ja, weg mit dir. So, nee, aber im Wesentlichen, wir klar, gibt's hier noch bekommen. Einige, wie bitte? Wir haben eine Brücke geschenkt bekommen. Eine Brücke? Mhm. Dazu kommen wir gleich noch, Moment. Im Wesentlichen... Wenn ich 3 Stunden wieder rumstehe. Was zum... Alter, ich werde die ganze Zeit angegriffen. Oh, Vorsicht, Finn, hinter dir. Was? Alex, den Kopf? Ruhe und Frieden, Verräter? Ja, das war auf jeden Fall ich. Aber er kämpfte für die... Oh, hey. Hey, lass mich doch mal lesen! Oh, hier ist eine... Nehme ich. Ich bin vergiftet. Stark. Er kämpfte für die Freiheit aller, wobei er sein Leben ließ. Wer hat das geschrieben? Guck doch zu. Oh. Heyo. Ich glaube, ich sterbe gerade hinter Info. Dir. Alex hat das geschrieben. Er selber einfach, ja moin. Naja, aber im Wesentlichen, Finn. Das weiß ich leider nicht. Ich hab doch gesagt, geh nicht in den Nehmen eines Hauses. Alter, das hat mich gerade richtig erschreckt. Hat man das gehört mit Alexa? Nein. Nicht? Nein. Ich habe nicht ihren Namen genannt. Ich habe gerade eben ihren Namen genannt. Sie reagiert nicht. Wenn ich nicht ihren Namen nenne, reagiert sie. What the fuck? Naja, da hinten ist ein... Weg. Du darfst das nicht zeigen. Finn, was? Nicht, weil ich das nicht möchte, sondern weil du, glaube ich, die Banner nicht zeigen darfst, die mir Firekiller geschenkt hat. Ach, das meinst du? Nee, das meinte... Oh, da gucke ich mal kurz weg. Ich meine, ich meine, warum ist da ein Kreuz hinter deinem Haus? Hat lange Geschichte. Wenn, ich will nicht wissen, was passiert ist. Also schauen wir erstmal an Stadt 2. Hat sich hier irgendwas im Wesentlichen getan? Klar, ich kann mein Haus zeigen von innen. Ich weiß jetzt nicht im Wesentlichen, wie weit man jetzt schon gezeigt hat. Da unten drunter ist halt eine kleine, wie sagt man, ein kleines Lager, automatisch, Tierfarm und so weiter. In der Stadt 1, so wie wir drin sind, hat sich der Finn dort niedergelassen. Der Finn hat hier auch noch ebenso ein Haus. Da hinten kommt da noch dein drittes Haus hin, beim Baumhaus, oder was ist da geplant? Ja... Vielleicht mache ich es auch nicht. Mal gucken. Ah ja, mal gucken. Da ist aber noch Platz für anderes. Ich habe nur den Bauplatz ergattert. Ja. Okay. Oh, Alex.
Was denn? Ach, oh nee. Oh. naja. Im Wesentlichen, Rieken hat auch eine Inneneinrichtung endlich mal. Sehr schön. Das schauen wir uns doch einfach mal an. Das hat mich weiter als ich. Echt gefreut. Ja, okay. So, okay. In der zweiten Etage schon mal nichts mehr. Aber in der dritten, ganz oben, das sieht auch geil aus. Alter. Geil. What the fuck? Und Hauptsache wieder alles automatisch, so wie man ihn kennt. Also, hier haben wir ihn. Ja, gut. Sehr schön. Auf jeden Fall echt schön. Ein Haus. Wie bitte? Hier fehlt ein Haus, falls du noch nicht aufgefallen. Hier fehlt ein Haus. Ach ja, genau. Das kannst du vielleicht erklären. Ich habe da nicht so. Ja, wir haben es abgerissen, weil Inaktivität und so. Okay. Wir brauchen Platz. Genau, ja, im Wesentlichen, wenn man halt nicht mehr so aktiv ist, das sollte eigentlich jedem bewusst sein oder sonstigem, dann ist es natürlich auch so ein Projekt, dass man auch selber dann damit rechnen muss, dass das Gebäude auch mal weg ist. Ich will das ja ganz schnell zeigen alles. Oh mein Gott. erinnerst du dich noch an die Kopfsache? Oh nein. Ist immer noch da. Ich glaube, der eine Philipp, Monster Gamer EP, Mizuko, wird sich freuen. Und hier übrigens, ey, das muss man echt noch wegmachen. Hier übrigens baue ich, das hat man in einem Livestream von dem lieben Philipp hier gesehen, Mizuko, auf Twitch, kann man mal vorbeischauen. Ist ja unten alles verlinkt, die ganzen Leute, die ja im Projekt auch mit dabei sind. Und mein Schwert habe ich jetzt schon runtergeworfen, weiß gar nicht, was los ist. Ja, aber im Wesentlichen, genau. Also hier baue ich auch neben ihm quasi mein Haus. Das werde ich heute auch noch weiterbauen, wenn ich das jetzt noch ganz schnell durchschaffe. Die lieben Leute von Curse 7 haben hier auch noch ein bisschen weitergebaut, wie man schön sieht hier. Ja, schönes Roleplay auch noch mit reingebracht. Die Mauern werden immer breiter. Das macht mir auch schon Sorgen. Und drinnen, das Haus ist einfach schön mit dem Curse 7-Zeichen da unten. Und an der Decke ist auch ein schönes Muster. Sehr schön auf jeden Fall. Und im Wesentlichen kommen wir jetzt zu dem Grauen oder zu der Schattenseite von BTTR zu Alexan Gebiet. man erkennt das. What the fuck, Alter? Man erkennt, dass das Gebiet auf jeden Fall größer geworden ist. Er baut nicht nur hier, er baut auch dort hinten das größte Rathaus im ganzen Projekt. So laut ihm. Ich bin mal gespannt. Was größer Professor Weiß hat. Ja, ich bin mal gespannt. Er müsste sogar höchstwahrscheinlich hier sein, so wie ich ihn kenne, aber naja. Was das mit den Kreuzen zu tun hat, kannst du mir vielleicht nochmal genauer erläutern oder beziehungsweise den Leuten auch, die sich das jetzt wahrscheinlich schon gefragt haben, warum die hier überall stehen, selbst in Stadt 3, was die bedeuten, Finn? Weiß ich nicht, tut mir leid, keine Ahnung. Sei ruhig, du weißt es mit Sicherheit. Ja. Erzähl mir nix. Was, du hast doch mal sowas gesagt, warte mal, wie, ach, frag Alex einfach, ganz ehrlich. Lauf! Finn, willst du uns etwas verheimlichen, ne? Nein. weiß ganz genau, du weißt auch, was ich meine, Finn. Jetzt sag's. Nein. Sag jetzt, wir haben nicht so viel Zeit. Wir sind schon bei 8 Minuten. Möchtest du mein Bett sehen? Oh nein, Alter. Nee, hör auf jetzt. Dein Bett habe ich gesehen und ich weiß nicht, ob ich das zeigen darf. Ja, du darfst alles zeigen, was du in deinem Haus hast. Aber du willst halt nicht. Moment, was wird jetzt eigentlich noch geschrieben? Keiner weiß, mit welchen Kreuzen du sprichst, Lutz. Ach so, mein Gott, das habe ich schon. Er will was? Später King bezüglich deinem GS. Ja, wahrscheinlich erstmal verbindet zum Ersten Weltkrieg, oder? Sag schon, Alex. Das ist ganz einfach. Man muss nur denken. Also, ich will es nicht von mir selbst sagen, ja, falls auch wieder falsch ist in einem. Oh, Leute, guck mal, er hat hier weitergebaut. In der Zeit schaue ich mir kurz hier an und die Leute versuchen zu erklären. Okay, Moment, für die Aufnahme mache ich was. Oh nein, Alter. Was macht er denn jetzt? Nein! Alex! Alter Junge! Okay. Das ist der Rest Alkohol. Hallo! Also das ist eigentlich relativ einfach, diese Kreuze. Ja? Also das, was ich auf meinem Hauptgebäude, aka Rathaus, Palast, Bibliothek und so hab, ja, was noch lange nicht fertig ist, gibt mir noch eine Woche. Okay. Dann, das sollte ich fernhalten, damit ich meine Ruhe da hinten hab. Es soll mich fernhalten?
Das sollte ich eigentlich fernhalten. Aber warum ist es dann bei Stadt 3 und hinter Finn seinem Haus? Andere Frage, aber seit wann hast du eine Elytra? Ich habe auch eine, ich habe sogar zwei. Schon länger. Von Red? Hab ich auch von Red. Weißt du noch, am Anfang, da hatte dir zwei gegeben, weil er dir eine geben wollte und mir. Du solltest die andere mir geben. Das hast du seit heute nicht getan. Er hat sie dir abgezogen. Das ist eine Lüge. Doch, sei ruhig, du Schummler. Selbst Chucky hat auch eine. Wenn er die gegeben hat, die ich verzaubert hat, dann rast du aus. Ja, ich hab mit Haltbarkeit 3. Das Arschloch! Ich hab die verzaubert! Geil, danke dafür, Alex. Schön, dass du mitgedacht hast. Freut mich, dass du auch... Das hat mich 10.000 gekostet. Freut mich, dass du hier warst. Man sieht sich bald wieder. Ciao, Alex, war cool. Ach, du Arsch, ich war noch nicht fertig. Was denn jetzt schon wieder? Wir sind in der Aufnahme. Was ist mir scheißegal, deswegen bin ich hier reingekommen. Ja, du kannst ja auch ruhig gerne hier bleiben, ja, aber. Ja, weil die Kompetenz in Person, die muss halt da bleiben, also fick dich. Und zwar ist ganz einfach, was das andere Kreuz bei Stadt 3 bedeutet. Im Übrigen gehöre ich aus die Stadt 3. Oh, scheiße. Philipp hat mich gefragt, wofür das Kreuz ist. Ich hab's ihm erklärt, hat er gesagt, geil, mach ich auch. Erst darfst du drei Mal, wofür das Kreuz hinter meinem Haus steht. Ach, hast du da auch eins? Ja, das ist es doch, er hat's überall, Alter. Naja, auf jeden Fall, zur Erklärung, Alex, wir machen gerade in der Folge hier, ich erkläre gerade nochmal den ganzen Leuten, was sich in der Zeit getan hat, auch bei dir zum Beispiel, ja, deswegen sind wir jetzt da gerade drauf gekommen mit den Kreuzen, ja, nur so nebenbei, also, ja, alles klar. Alex, nee, findest du meine Wanddekoration? Super. Lukas, okay. Ich will meine Elytra wieder. Dann kriegst du nicht. Alles klar, also im Wesentlichen sind wir jetzt gerade noch hier bei Chucky, der Chucky übertreibt auch dezent, also er macht, Mauern. Die sind riesig, die gehen fast das ganze Projekt weit. Und ja, er hat auf jeden Fall eine große Fläche, die wird er auch mit Sicherheit nutzen. Ich war ja auch schon ein paar Folgen mit dabei. Und da habe ich auch versucht, ein bisschen Ärger zu machen. Man kennt's. Nein, jedenfalls, er ist auch sowieso ein kleiner Diktator, aber davon haben wir ja genug. Finn, Alex, lass ihr könnt wieder mal. Ja, ich bin kein Diktator. Alles klar. Aber jetzt. Aber jetzt passt auf. Ist nett, wenn ich Spurt kriege, dann liegt den Gürtel an. Schade. Nee, jetzt mal ganz kurz, ganz kurz ruhig. Und ja, und zwar, jetzt kommen wir zu einem Gebiet. Junge. Wo der liebe King bzw. Dungeon gebaut hat. Und zwar die Zwergestadt. Ja, die ist richtig krass gemacht. Die ist zwar noch nicht komplett fertig, aber die ist schon echt heftig. Und zwar so viele Details, die kann ich gar nicht, meine ich, in der Folge zeigen. Ich versuch's aber so grob zu überfliegen. Ja, er baut einfach, er hat ja angefangen mit einem großen Loch, könnte man meinen, was er tief runtergebaut hat, bis zum Bedrock, was man hier unten noch sieht. Und ja, wo wir jetzt schon mittlerweile sind, das ist auch heftig. So tief geht das gefühlt gar nicht, aber naja. Jedenfalls, es ist schon echt krass, was er so reingemacht hat in der kurzen Zeit eigentlich. Also so lange ist es nicht mal mehr her. Vor allem, wenn man das immer Step by Step gesehen hat. Ihr habt es jetzt zwar noch nicht gesehen in den Videos, aber jetzt, ja, hat man es auch mal vor der Kamera, will ich mal meinen. Und von daher, genau. Aber es ist wirklich sehr, sehr schön gebaut. Von daher kann man auch echt nichts dagegen sagen. Genau. Aber wie man sieht, hier ist noch Luft nach oben. Aber ich sag mal lieber nichts, weil ich würde das 7-Leben hinkriegen. Von daher, oder Alex. Na gut, alles klar, da hatten wir das jetzt auch schon geklärt. Wollt ihr noch irgendwas loswerden oder zeigen oder sonstigem? Oder war es das? Im Wesentlichen. Oh, Handy baut auch noch, genau. Hallo? Okay, wenn keiner da ist, dann... Was? Hä, was ist? Auch gesagt, Simon steht auch auf kleine Zacken. Ey, Leute. Vor allem, ich habe ganze Zeit F1, weißt du, ich lese das ja nicht mit. Und jetzt... Oh, Finn. Finn, Was los? Kurze Frage, die Flaggen bei deinem Haus, ja? Darf man die jetzt, also, darf man alle zeigen? Theoretisch, oder ist das auch schon ein bisschen zu heftig, deiner Meinung nach? Also, Junge, der Skin, Alter! Junge, es geht nicht klar. Oh. Ich finde den Skin ja schlimmer als den Flaggen. Ist halt echt so, ne? Der Skin ist wirklich schlimmer. Ey, das ist Kaiser Wilhelm, lass mich. Junge, ey, Finn, ganz ehrlich. Kennst du Kaiser Wilhelm? Und es gibt auch Kaiser Hatthelm. Das war voll schlecht, ne? Ich glaube, Finn versteht den nicht. Der war schlecht. Doch, ich verstehe den, aber er war so scheiße, dass er einfach nicht drauf eingehen will. Können wir den einfach... Ich werf den raus, Alter, ganz ehrlich. Den hab ich. Nee, hat er nicht auf Insta. Also, das ist doch kurz vor dem Arsch. Oh, Stromausfall. Scheiße, was machen wir jetzt? Wir haben die Stromrechnung wieder mal nicht bezahlt. Kaiser Wilhelm. Alter. Die verdient es nicht vom Essen. Hier sieht man nichts.
Ey, Finn, warte, komm, wir zeigen dir einen kleinen Trick vom Bett. Von meinem Bett, weil das ist orange. Ja, das ist ein Tag, aber ist ja egal. Ach so, ja, stimmt, scheiße. Ja, ich wenn man... kann man durch die Wand packen. Genau, wenn man hier links schläft. Dann ist man draußen. Kleiner Fluchtweg nebenbei mal. So, dann zeig mir das kurz noch und dann gehen wir die letzte Zeit noch schnell ein bisschen anbauen. Und dann passt das. Möchtest du nicht in mein Schlafzimmer kommen? Ich bin auch in deinem Schlafzimmer. Oh. Du bist ja an der Tür. Ja, moin. Hey, hey, ja, du kennst mein Bett, oder? Hm? Du kennst mein Bett und mein Schlafzimmer, oder? Ja. Was? Oder nutz und sag dem, ich brauch wieder bestimmte Geschäfte. Also ja, keine Feinds mehr. Ciao. Scheiße. Junge, Junge, Junge. Der kotzt. Hä, hey, wo ist das ganze Holz? Alter! Junge, der kotzt halt echt, ey. Finn? Muss Holz sein? Ich weiß, ich glaube, ich hab Blut mit. Unsere Lager sind leer. Ja, ich weiß gar nicht, was das ganze Holz ist bei mir. Also, aber fast alles ist wirklich weg. Warum? Okay, das muss ich mir angucken. Ja, ihr habt gar nichts mehr, was man klauen kann. Nein, Spaß. Nee, warte mal, ich glaube, dass Riken vielleicht das sich nach oben genommen hat. Das ist halt, das kann ich mir noch gut vorstellen, aber. Weil er hat da oben auch so eine Sortiermaschine. Aber da kann man ja nicht reingucken. Lukas. Ja? Den einen Baum bei meinem Hauptgebäude mit dem Kreuz drauf, ne? Ja. Dieser Baum wird in das Gebäude integriert. The Glory. Nee, ich hab einfach keinen Bock, den Baum wegzumachen. Achso. Einfach mit Tree. Mit dem Treefeller, what the fuck? Der Baum ist zu drücken. Ja, ne, Riken kann man nicht überall reingucken, aber ich schätze schon. Ja, da kann man nicht in die Kisten reingucken. Ja, egal. Warum ist hier wieder ein Knopf? Keine Ahnung. Geht das eigentlich wieder? Das geht die ganze Zeit schon. Aber ich habe gar keine Karte mehr. Ist ja nicht mein Problem. Naja, was soll's. Gut, da müssen wir irgendwie Dingens auftreiben. Was soll's? Ja. Ja, komm mit. Hast du Holz, oder was? Unwesen. Ich hab keinen Bock zu laufen. Alles gut. Ich hab auch keinen Bock zu laufen. Wo ist er denn? Da unten. So. Immer schön nach unten gucken, bevor man wieder Sachen sieht, die man nicht sehen sollte. Ist Kreuz, oder was? Ja, was? 2 bis 3 Stacks brauche ich aber selber. Oh, danke. Wenn du mehr brauchst, ich hab auch noch ein bisschen... Ah, du kannst ja selber was kaufen mit deinen 200k. Hä, was? Wie viel? Das sollst du doch nicht sagen. Wo ist Westmelp? Ich will für den arbeiten. Vor allem, ich arbeite nicht und krieg trotzdem. Wer mit dem Geld? Eine halbe Million angeboten. Danke, Finn. Mir hat er eine Million angeboten. Hast du, hast du... Ich will Lenny für den arbeiten. Sand oder Glas noch ein bisschen? Alter, bist du gierig. Oh, warte mal. Warte mal, Finn. Nimm mal kurz bitte nochmal das Holz. Ich glaube... Warum schwimmt? Ich glaube, ich habe noch eine geheime Quelle. Oh, warte, ich geb's dir kurz. Lukas, willst du das Glas nicht haben, was ich dir gerade dahin gedroppt habe, Alter? Wo denn? Da. Oh, danke. Ich geb dir kurz das Holz, bevor ich dich wirklich abgezogen hab. Moment. Arschloch. Muss kurz was gucken. Was denn, Alex? Diese, deine geheimen Quellen sind also doch wieder diese Geschäftsideen, die wir hatten. Welche geheimen Quellen? Ich verstehe nicht, was du meinst. Ey, Menschenhandel. Finn, das macht schon. Was? Nee, das können wir jetzt nicht machen in den Aufnahmen. Das machst du doch schon die ganze Zeit im Chat. Ja, ich weiß, das ist es ja. Deswegen drücke ich auch immer F1, wenn du was schreibst, damit ich das nicht sehe. Also, ey, finde deine Köpfe. Hol ich King den Discord, dann bespreche ich das mit dem hier vor Ort. Ah, ja. Dann viel Spaß. Okay, Finn, ich brauch doch kein Holz mehr, danke. Aber danke. Sand wäre halt, also Glas wird. Alter, ich hab so Kopfschmerzen. Ja, dann weniger Alkohol. Ganz einfach, Alex. Ey. Mann, jetzt hat er echt noch diese verdammten Schilder. Kann man die nicht wegmachen? Das ist schön hier, dieses Haus. Ich weiß keiner mehr, dass sie so verschönert hat. Die Schilder kann man auch nicht wegmachen. Etwas bestellt. Was? Wie ist das, wenn man bei Amazon arbeitet und etwas bestellt? Muss ich dann dort abholen oder können die mich mit dem Päckchen heimfahren? Alles klar.
Der war echt schlecht. Er hat's verstanden. Der hat auf jeden Fall, also Alex, er würde sich wahrscheinlich gut verstehen. Mit den schlechten Witzen. Gibt dir gleich schlechte Witze. Könnt ihr beiden wahrscheinlich echt ein Lied davon singen. Ey Junge, aber ohne Scheiß, jetzt sind hier überall die Bäume mit dem scheiß Blättern und die gehen halt... Berserker? Finn. Brauchst du Holz oder nicht? Ey, das ist... Hör auf, das ist doch von meinem Haus! Junge! Mann! Der haut einfach mein Haus weg! Ey, what the fuck? Mach weiter! Alex, ganz ehrlich, gib mir eine Stunde, dein ganzes Rathaus ist weg und allem drum dran. Das ist kein Rathaus. Was denn dann? Du hast es doch Rathaus gerade eben auch betitelt, what the fuck? Ja, es wird auch ein Rathaus, aber bis jetzt steht dann nur die Eingangshalle auf 4 Etagen. Das war ja nicht mal eine Säule. Frag nur. Nicht? Okay, dann kann ich das Holz ja behalten. Du Arsch. Du bist echt ein Arsch. Mach das mal jetzt hier weg, Mann! Shit, das Kreuz hinter dem Finns Haus sieht aber scheiße aus. Dem fehlen noch 2 Blöcke als Kopf. Finn, mach das mal schöner. Ich hab das auch erst in 10 Sekunden gebaut, aber juckt ja geil. Verdammt, wie wollte ich das jetzt eigentlich bauen, Alter? Das war auch schon wieder gefühlt vor einem halben Jahr. Nein, warte mal. Lukas! Wir sind ja nicht in MC Duo, was denn? Wo ist denn dein Haus? Finn, bitte sag's ihm nicht. Finn, wo ist Lukas sein Haus? Finn, bitte nicht, Finn, bitte! Ja, okay, Finn, dann sag's mir halt nicht. Merk ich mir. Ich hab's doch gesagt. Er hat halt echt nicht gelogen. Ich hab's aber nicht gehört, also kann er mich jetzt auch am Arsch lecken. Guck mal, wie undankbar er ist, ne? Merkst du's, Finn? Endlich zeigt er mal sein wahres Gesicht. Ich brauch keine Verbündeten. Oha, Alter. Unglaublich. Ich hätte das so sagen können, aber ich lass es. Ich glaube nicht, dass das Adolf dann noch... braucht auch keine Verbündeten, hat das ganze Europa. Ich weiß, wer bei der nächsten Folge nicht mehr mit dabei sein wird. Ich glaube, ihr könnt es euch auch denken. Schreibt es doch mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, wen ich meine. Das war ein geiles Stück. Und in der nächsten Folge sehen wir es, ob ihr richtig lag. So einfach ist das Spiel. So, jetzt schauen wir doch mal, wie wir das jetzt bauen, wesentlich. Alex, du machst das, was du immer machst. Leuten auf die Nerven gehen. Das kriegst du gut hin. So. Hä? Ihre Reflexe. Wie ein Baum. Ey, seine geheimen Kekse. Junge, überall sind diese verkackten Schilder. Ich kann nichts machen. Och, verdammt. Ich muss ihn gleich anschreiben. Ey, wir sind schon bei 23 Minuten. Ihr wisst, was das heißt, Leute. Oder? Ihr wart doch schon mal... Ja, natürlich wart ihr beide schon mal in der Folge mit dabei. What the fuck, vor allem Finn. Aber Alex ist eh so eine Ausnahme. Junge, Alex, ganz ehrlich, jetzt reicht es mit dir. Junge, soll sich ja pissen. So, also Leute, wenn es euch gefallen hat... Nein. Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst es uns auf jeden Fall ein bisschen mit Daumen nach oben. Kommentieren, damit ihr nicht vergesst. Und dann sehen wir uns bei einer neuen Folge wieder von Back to the Woods. Macht's gut, bis dahin. Ciao, Leute. Tschüss. Tschüss, ihr seid alle scheiße. Alles klar, Finn. Alles klar. Das hat man noch drauf, ne? So, dann macht's gut. Ciao, Leute.